Hallo, willkommen, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie funktioniert eigentlich der Kommandoblock? Heute der Wettersensor. Was macht der Wettersensor? Er prüft das Lichtlevel, welches aktuell vorhanden ist, und stellt dann fest, wenn ein Sturm aufzieht. Das heißt, wenn ein Sturm aufzieht, wird das Lichtlevel verringert. Der Tageslichtsensor registriert das, gibt es an einen Komparator weiter, welcher das an einen Kommandoblock weitergibt, der einen Befehl beinhaltet, in dem gesagt wird, Wetter auf schön setzen. Ich zeige euch kurz den Aufbau. Der ist wirklich super einfach. Und zwar machen wir hier 4 Blöcke in diese Richtung, einen Block in diese Richtung. Auf die Ecke machen wir den Tageslichtsensor. Von dort aus geht einmal ein Komparator weiter. Der Komparator bleibt hier in der Grundstellung. Dann geht von der Seite nochmal ein Komparator weiter. Dieser bleibt ebenfalls in der Grundstellung. Dann ein Komparator in die entgegengesetzte Richtung. Hier vorne machen wir einmal Redstone drauf. Dann kommt einmal auf die Seite ein Block. Halt, jetzt habe ich mich vertan. So rum. Einmal auf die Seite noch ein Block. Hier kommt ein Redstone-Fackel hin. Und natürlich zu guter Letzt der Kommandoblock. Achtet bitte darauf, dass er in die richtige Richtung zeigt. Nicht, dass ihr den in die falsche Richtung setzt. Dann kann es mitunter passieren, dass es nicht funktioniert. Der Befehl ist wirklich auch sehr einfach. Und zwar schreiben wir rein Wetter clear, gefolgt von 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die 9. Das ist die Anzahl an maximalen Ticks, wie lange das Wetter schön sein soll. Und zwar, was passiert denn jetzt? Wenn das Wetter sich ändert und das Lichtlevel sinkt, wird es von dem Lichtsensor registriert, wird an die beiden Komparatoren weitergegeben, die wiederum das Signal vergleichen, beziehungsweise das Lichtlevel vergleichen mit dem aktuellen Lichtlevel, was besteht, und einmal den Befehl ausführen, und sobald es dann umschaltet oder sobald der Befehl ausgeführt wird, wird das Wetter wieder schön. Und zwar können wir das testen, indem wir einfach mal, was habe ich denn heute mit dem Schreiben? Wetter, ich glaube Thunder. Jetzt fängt es an zu regnen und hört auch sofort auf wieder mit Regnen. Man hat gesehen, dass das Lichtlevel gar keine Chance hatte, komplett wirklich herunterzugehen. Man sieht hier nochmal den ausgeführten Befehl, Change to Clear Weather. Das Gute daran ist, dass dieser Befehl zu jeder Tageszeit funktioniert, außer zu Mitternacht, denn Mitternacht ist das Lichtlevel gleich 0. Sobald sich aber das Lichtlevel zur Tageszeit hin ändert oder zur Nachtzeit hin während des Tages und ein Sturm aufzieht, wird natürlich sofort ein abrupter Abfall oder Anstieg des Lichtlevels registriert und es wird der Befehl ausgeführt für schönes Wetter. Wie ihr gesehen habt, eine super einfache Sache in eurer Welt, das Wetter zu manipulieren. Ihr könnt natürlich auch mit den Zeiten etwas herumspielen und die Zeiten etwas nach unten setzen und sehen, was passiert. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch weiterhelfen. Bei Fragen schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und weiterbauen.